Schönen gut, meine Lieben, da sind wir wieder mit einer Runde The Long Dark Wintermute. Wir haben so einen Hunger, du. Ich schwöre, du, was geht denn ab? Alter, ich muss mir was essen. Da können wir doch so einen Rest hiervon futtern, nicht wahr? Also wir sollten unser Feuerchen machen, wir müssen den Rest von dem Fleisch machen, wir sollten sowas kochen, eventuell. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das hier so wichtig ist, aber wir werden es tun. Und wir werden noch eine richtige Menge Holz sammeln müssen. Für die junge Frau da. Junge. Die braucht aber auch Holz, du. Leck mich am Arsch. Ich weiß nicht. Oder ich probier's mal aus mit einem anderen Holz. Ob das dann irgendwie schneller geht. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was uns ein Stöckli bringt. Ihr wisst, was ich meine, ne? Hier diese komischen 4,8 da von 30. Dabei habe ich 30 Holz reingelegt, ne? Also 30 Stöcke, Entschuldigung. Also ich, vielleicht ist es mit anderem Holz besser, ne? Vielleicht ist es einfach mehr wertiger. Das könnte natürlich durchaus der Fall sein. Und darum werden wir das einmal probieren, tut. Da hatte mir noch der gute... Das wisst ihr doch. Wenn ich das jetzt wüsste, doch. Ob ich das mal schnell nachgucke? Moment. Ich komme sofort wieder. Der gute... Ja, sicher, hör mal, ich hab's doch fast vergessen. Der Jürgen sagte, ne, hier stehen irgendwo Paletten rum. Ich hab vergessen, wo. Ich hätte jetzt natürlich auch warte mal, irgendwie... Was hat er denn gesagt? Ich weiß es nicht. Ob ich nochmal kurz gucke? Wo ist er? Hinter der Brücke am Auto. Ah, alles klar. Hinter der Brücke am Auto. Die Brücke ist... Da? Scheiße. Ihr wisst, hier wohnen Wölfe. Ich habe Angst vor Wölfen. Mehr denn je. Warum eigentlich? Wieso habe ich noch mehr Angst vor Wölfen als früher? Ich weiß es nicht. Von da hinten kam ich auch noch. Und da hinten sind Wölfe. Ich weiß, dass da hinten Wölfe sind. Wir sind hier vorbeigekommen, ne? Da hinten ist die Kirche. Ist das richtig? Ne, ich sehe es falsch, aber da hinten ist, glaube ich, die Kirche. Steht hier nicht unten. Sind hier nirgends woanders? Poletten. Man könnte auch gucken nochmal in den Häusern, ob da irgendwie, weißt du, was ich meine? Und wir könnten noch, wir gucken uns in den Häusern um. Ich habe Angst, Leute. Ich habe wirklich Angst vor den Wölfen, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie mehr Angst vor den Wölfen als in so einem normalen Spiel oder so. Tatsächlich, hier geht's einen Berg hoch. Ist das der Berg? Den der Ohm meinte? Umk-Ink? Oder ich meine, habe ich mich vertan jetzt? Hallo? Gehst du mal auf? Ist das Müller? Ja. Das ist im Mülleimer. Jetzt wollen wir mal gucken. Hier lief. Da hinten oben. Da ist auch ein schönes. Ein Hütchen. Oh, er war so nah. Ich hab's gewusst, dass er nah ist. Aber ich sehe ihn leider immer noch nicht. Und schon hänge ich wieder fest. Wo treibt er sich rum? Eigentlich bin ich ja relativ fit und so, ne? Ich könnte den, glaube ich, hier... Kasemmel, aber... Ich glaube, das ist auch schwieriger geworden. Kann das sein? Es fühlt sich schwieriger an, wenn du mit dem Wolf kämpfst. Sonst war das kein Problem, da hoch zu ballern, aber dann
Aber mittlerweile, ich finde das, glaube ich, ein bisschen schwerer als sonst. Ich sehe ihn nicht. Okay, der Wolf ist sowieso jetzt weg. Der Wolf ist weg. So viel steht man fest. In diesem Sturm sind die Wölfe ja recht schlau und verpießen sich. Entschuldigung. Hier gibt es natürlich keinen Ofen, ne? Das Einzige, was blöd ist, wäre blöd, wenn es blöd ist. Baseball. Oh, wir können auch reparieren. Also können wir den Sturm jetzt durchaus nutzen. Gibt's hier einen Ofen? Ah. Mal sehen. Give me the water. Thank you very much. Der Mondunterwehr. Ja, uns fehlt eine Unterbuchse. Zeitung ist liegen. Wenn wir was haben, dann ist es nämlich Unterhose hier. Okay. Aber nicht wirklich gut. Hat uns keinen Grad gebracht. Warum denn nicht? Nein, macht nichts. So, das war das Klöchen. Das haben wir geguckt. Jawohl. Dann haben wir Stoff. Brauchen wir. Dann haben wir Pfanne. Da liegt was. Was ist das denn los? Schmerzmittel. Da haben wir natürlich nichts. Müsli, Crunchy-Riegel. Supergeil, supergeil. Da liegt eine Nachricht. Oh, mein lieber Schuh. Tränenreicher Brief. Ich will das nicht tun, aber ich habe keine Wahl. Ich kann nicht mehr in Milton bleiben. Es ist einfach zu leer und traurig. Ich weiß, dass ich dir versprochen habe, mit dir durch dick und dünn zu gehen, aber dazu bin ich einfach nicht bereit. Es tut mir leid, ich sende dir Essen, sobald ich auf dem Festland bin. Dort soll es mehr geben. In Liebe, N. Nun, nach Liebe hört sich das nicht an. Sag ich dir mal so, und nach Tränen irgendwie auch nicht. Auf jeden Fall eine Tomato-Soup. Lecker. Nee, also im Ernsten, im echten Leben, du, da esse ich keine Tomatensuppe so, ne? Ich mag also, nee, also muss nicht. Also ich, okay, wenn ich kurz vorm Verhungern wäre, würde ich die mir auch reindrücken, aber Doggy-Style. So, da gibt es eine Mikrowalle, die gibt es aber nichts, die gibt nichts. Ein Mülleimer, Metalleimer, alles klar, Baby. Ich hab mich vertan. Leere Schränke überall. Da ist. Oh, hallo! Mr. Lampenöl. Ja. Schränke leer, Metalltöpfe leer, alles leer hier. Was ist da los in der Hose? Mir war so, als hätte ich was übersehen. Nun ja, was soll's. Moin. Hier gibt's ein Bett. Hör mal, hier gibt's ein Bett. Oh, Antibiotika. Das heißt, wir können rohes Fleisch essen. Nicht, dass wir das wollen, aber wir könnten ja. T-Shirt, jo. Wenn's irgendwann wieder 30 Grad ist, brauchen wir das. Ein Buck. Ach, nee, Miet können wir anzünden. Ein Beat. Mehr nix. Das war eine
schöne Ausbeute. Da habe ich die Schublade nachgeguckt, ja, oder? Ja, 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 habe ich doch. Was ein bisschen schade ist, dass man hier nichts auseinandernehmen kann. So, ne? Hier steht irgendwie nichts rum. Ich brauche da so viel Holz, wieso kann ich das nicht auseinandernehmen? So, what should I do? What should I do? Ich should I do? Was habe ich denn für Handschuhe an? Keine? Doch, die da. Ich gehe davon aus, dass die Holz, dass die Wollhandschuhe hier viel besser sind als meine merkwürdigen Fließhandschuhe. Deswegen repariere ich diese. Und ich werde diese hier reparieren. Söckli. So, die Schuhe wollten wir testen. Auch mit 67%, ne? Halb so viel. So, jetzt haben wir aber nichts. Außer eventuell die Mütze. Sollen wir die. Ich guck erstmal. Ja, ich werde die Mütze auch reparieren, ganz klar. Also. Die Mütze werde ich reparieren. Ist das besser als die Mütze hier? Das macht mich winddicht, Baby. Moment mal, die macht mehr. Was ist das? Was soll das sein hier? Faden hier, verpiek dich nicht. So. So, jetzt hat das Ding nämlich mehr. Siehste? Jetzt haben wir schon mal 11 Grad Wärmebonus und so. Das ist schon mal nicht schlecht. Ne? Die Stiefel wollte ich mal gucken. Mehr gerade, alles andere weniger. Mehr Schutz halt, ne? Die hat 70%, die haben 60, also ist ungefähr gleich. Also sind die schon besser, ne? Findet man überhaupt bessere als die hier? Oder, weißt du? Das sind ja so spezielle Spezialsachen, dass man so spezial vielleicht lieber behalten sollte. Also so eine Regel quasi, dass man sie lieber die Sachen hat, die ja sowieso schon hat, weißt du? Weil die eh besser sind, so, weißt du. Pass auf, wir gehen nochmal raus, ist ja klar, ne? Wir nutzen den Sturm. Weil sich dann kein Vieh hier rumtreibt. Busch. Aufschließen. Oh, wir hatten einen Schlüssel, das heißt, wir sind hier beim Banker wahrscheinlich. Hello, Mr. Saltcracker. Hallo, Mr. Vegetable. So, pass auf. Hier wohnt der Banker. Hier gibt es auch einen Code. Mit dem Code können wir den Tresor knacken. Verdorbene Heringsmaräne. Gegart. Was? Ist sie so schwer? Wir durchsuchen. Ist ja schön freundliches Haus hier. Sehr hell, sehr... Interessant. Hundefutter, er hat auch einen Hund. Oh Gott. Oh Gott. Er liebt seinen Hund. Oh Gott. Ich habe einen Dosenöffner gefunden. Wir haben einen Dosenöffner. Wir haben einen Tee. Wir haben noch mehr Tee. Er mochte Tee. Er mochte Dosen. Zweimal gehabt jetzt? Last Resort. Heringe hier. Wir waren aus Hering. Zeitungen. Nein. Holz.
Ja. Ofen. Hier gibt es keine Karte. Oh, Moment, ich habe noch nie M gedrückt. Guck mal, da, da. Alte Schule Milton. Wo bin ich denn? Milton House. Milton House. Ist Milton House etwa... Dingens? Da ist die graue Mutter. Ne, ich bin hier irgendwo. Aber da ist nichts eingezeichnet. Ich verstehe die Karte nicht. Nein, nein, nein. Da bin ich hergekommen. Hä? Da ist die Kirche. Oder bin ich da nicht hergekommen? Bin ich so rumgelatscht? Ich verstehe die Karte nicht, Baby. Nicht so ganz. Meine, eines Tages werde auch ich sie verstehen. Ja, ich weiß nicht, muss man eigentlich nicht mitnehmen, ne? I could use this. Gut, Baby. Hatte ich sowas schon? I don't care. Sport, Sport. So, komm. Dünne Wollpulli. Nicht. T-Shirts, ja, der Sommer kann kommen. Der Sommer kann kommen, Jungs. Und Mädels. Cargohose, ja. Hm. Meint nie. Meint nicht, nur genau, meint nie. Ein Book. Natzenstuff. Banktresor Code. Lesen wir den Text. 19:30 Supergeil. Supergeil. Soll ich mir das aufschreiben wie früher? Nee, ich schreibe es nicht auf. Werden wir diese Folge nicht mehr hinkommen. So. 19:30 Ich kann mir eigentlich ganz gut Zahlen merken, aber bis morgen wahrscheinlich nicht. Was ist denn? Das steht denn hier auf? Hallo? Mickey? Fly? Alles nehmen bitte, wir brauchen Wasser ohne Ende. Ich werde nochmal ein Stück aus meiner wunderschönen Tasse nehmen. Said, yeah, baby. Ja, das können wir gut gebrauchen. Das ist jetzt kein Scheiß, ne? Das meine ich jetzt ernst. Das meine ich jetzt so ernst, ne? Aber hier gibt es kein Erste-Hilfe-Set. Erste-Hilfe-Dings. Starting to weigh me down. Das wird langsam schwer. Auf zu schwer, dich zu beschweren. Also für so einen Bankkollegen ist das ein kleines Haus, ne? Ich hätte ja mal mindestens mit einer Etage gerechnet hier. Also bitte. Hast du nichts verdient, oder was? Na, pass auf. Wir haben, wir könnten, wir hatten Duten. Ich würde jetzt alles, was ja, ja, trinken. Wir haben einen schönen, geilen Parker. Den wären wir ja doof, wenn wir den nicht anziehen würden, ne? Der hat allerdings nur 55%, deswegen werden wir versuchen, ihn zu reparieren. Mit dem Nähzeug von 40% werden wir natürlich jetzt ein neues, aber das werden wir erstmal nicht benutzen, das ist ja Blödsinn. Ne? Und wir sollten was essen. Irgendwas trinken. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben 88% Ding. Baccaro! Pass mal auf jetzt. Wusch. Oh. Ja, okay, das ist nicht schlimm, das ist auch nicht schlimm. Das ist nicht so wild, aber das ist gut. Ah, das ist richtig gut. Okay, jetzt ziehen wir an. Zack. Allerdings als untere Schicht, ne? Ob das so gut ist? Egal, wir haben 12 Grad Wärmebonus. Ist das nicht toll? Ist dies nicht ein wunderschön? Was haben wir hier? Das willst Pullover. Pullmanover. Wir haben aber hier noch ein anderes Ding gefunden. Der hat ein bisschen hier. Und der hat nur 69%. So ein T-Shirt hat mehr? Jetzt bitte ich dich aber. Also wenn das T-Shirt mehr wämst als das Ding, dann können wir das Ding hier auch reparieren.
und sage, ey, achso, ich hätte vielleicht was essen sollen und was trinken sollen und überhaupt. Okay, gut, danke. Ich freue mich sehr. Das ist das Ding, was wir anhaben, ne? Will's Hemd. Ach, das ist Will's Hemd sogar. Ist das nicht eigentlich viel besser? Nein, ist es nicht. Anziehen. Zack, 13 Grad. Will, mein Lieber, du wirst ganz blass, weil ich dir ein Hemd ausgezogen habe, oder was? Kann ja auch nicht Sparschwein. Da hat so ein T-Shirt mehr als dein komischer Pullover da, ne? Also du musst dich von deinen Sachen trennen, mein Lieber. Das kann ich dir jetzt schon sagen. So läuft es nicht. So läuft es nicht, mein Lieber. So geht es überhaupt gar nicht. Du wirst hier alles verlieren. Soll ich so einen komischen Fisch essen, der so verdorben ist? Oh, ich traue mich nicht. Soll ich? Wir haben, Nö, du weißt schon. Wir haben Tabletten. Wir haben Tabletten, Baby, und das werden wir auch nutzen, so ist es nämlich, und ich werde das hier alles benutzen. Hundefutter können wir nicht kochen, deswegen werden wir das auch benutzen. Ich sollte aufhören damit. Ich trinke jetzt nochmal die alte... Oh nein, ich hatte ja schon getrunken, wie doof, naja, egal, aber weg ist es weg, immer, da machen wir uns nichts vor, da ist alles gut, wir ziehen uns das gerade noch rein hier, was soll's. Prost. Achso, erstmal öffnen hier, wir hatten ja zum Glück einen Dosenfutter, ach, einen Dosenöffner dabei. Oh, wir fühlen uns super, wir sind einfach gut drauf, wir sind einfach, hier haben wir auch jede Menge Dinger noch, Stöfflis. So, ihr kennt das Spiel, wir gehen einmal raus, einmal rein, dann sind wir fertig. Ich schaue nur gerade, ob es sich lohnt. Eventuell noch. Von hier aus in ein anderes Haus zu stürmen. Aber, das werden wir, wenn, dann erst nächste Folge machen. Ne? Also, riecht noch was. Okay, die habe ich jetzt natürlich... Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, ne? Bis dahin. Ciao.